Das ist ein Episode, das ist leer, das ist leer. Ein leeres Episode. Ja, schnell angehaust, dort, wo ich die Mauer kaputt gemacht habe. Meins. Ja, sehr gut, Glück war schneller. Ja, du hattest ja schon Gunner. Ja, er hat uns festgefahren. Nein. Das bitte ich mir. So, jetzt bitte nochmal das von eben wiederholen, das WoW erlebt ist. Bitte. Ja, also nee, auf Kommando kann ich nicht. Los! Erst recht, wenn du außerdem habe ich bitte gesagt. Ich kann nicht, wenn jemand zuguckt. lass mal kurz noch zu Delta fahren. Also, was der gute Herr Okami weswegen uns jetzt gerade auch noch einen komischen Chen hier entführt hat, damit er aufnehmen darf, war der gute Kacher in WoW, der sich über einen Hunter totlachte, der auf den formschönen Namen Yolonese hörte, während sein Pet Swaghetti genannt war. Woraufhin sich die beiden Herren hier, namentlich Ösi und Okami, nass gemacht haben. Und hier ist übrigens gerade ein Panzer, der mich tötet. Und da kommt ein LEV über den Berg gehüpft. Ja, das macht ihn aber auch fertig. Ich habe ihn gut abgeleckt. Autsch. Wir hatten die ganze Zeit 14%, Junge. Ich habe noch den Reparatur-Oschi erledigt und das war's. Ja, auf nichts kann man sich hier verlassen. Ja, und ich war ja rausgesprungen, um den Littlebird wegzuholen mit der AA. Der hat übrigens fast funktioniert, der Littlebird. Der ist schon schön rumgewandert. Mhm, es war nicht viel. Dann wäre er hingewesen. Oh nein, ich habe aus Versehen einen Sniper beschützt. Ich muss mal kurz Suicide begehen. Ja, dann mach. Ja, mach ich. Ich bin bei AdUS in den Buggy gestiegen. Ich auch. Ich weiß. Und nachdem ich eine gute Erfahrung gemacht habe, mit dir in einem Fahrzeug zu sein. Ja. Besonders wenn du fährst. Obwohl, naja, er fährt nicht gegen alles gegen. Das muss man ihm schon mal zugute halten. Außer gegen die dicke Mauer. Das war nur ein Versehen, dass er nicht übergegen fährt. Oh. Pferde, ey, aber das muss man ihm lassen. Er ist an mir vorbeigeheizt wie ein Bescheuerter, aber er hat wenigstens doch gehupt. Ja. Große Weg! Würden sie an mir vorbeifahren, ist mir auch gerade neu. Ich habe einen Typen erschossen, der nicht C4 buggen konnte. Der ist mit dem C4 Buggy gegen mich gefahren, dann hat er nicht gewusst, was er machen soll. Oh. Dann habe ich meinen Lauf umgedreht von meinem Panzer und gesagt, jo, was jetzt? Kleine Pause und dann ging es schrumms. Und Buggy und so, er weg. Das Ding ist schon mal weg. Hm? Habe ich ja gerade. Nee, ich glaube, ich habe nichts hinter Luke herlaufen sehen. Den einen Sniper habe ich gerade noch weggerumst und dann schauen wir jetzt mal weiter. Na, ich habe ihren Motion-Sensor zerschrotet, damit sie nicht wissen, wer da rumläuft. Ganz böse und hintertückisch. Besser als hinterlückisch. Also wirklich. Zu viel Schnitzelschnaps, ich sag's ja. Ja, und der Wichser appetit mich. Wenn ich sag, ich war's. Obwohl ich ihn sogar noch getötet habe, hatte ich. Ja. Ja. Wie hätte ich den Panzer besser driften können? Oh, ich hasse dieses einer. Visier. Brauche nur noch Gefühl. Ja, fährt auch weiter. Siehst du, der hupt nicht. Der hat seinen Führerschein wieder im Lotto gewonnen. Oder noch in Tschechien gemacht, als das noch ging. Meinst du, weil er schon mal wegen Alkohol am Steuer. Alkohol am Dreirad wahrscheinlich, weil er schon mal los war. Ich werde gerade von mehreren Richtungen angeschossen. Und Panzer. Haben die vier Panzer im Moment? Ich frage mich weiterhin, wie der Kerl mit slammenden Panzer sprengt, nachdem die extra so gepatcht wurden, dass die den Panzer nicht mehr one-hitten können. Nee, wenn er 200 ihn hat. Nein, du kannst mit dem kompletten Slam-Magazin einen Panzer nicht mehr töten. Ach so, ist ja blöd. Weitere konnte die Dinger nicht zu vernutzen. Ja, wann hast du das letzte Mal generell Minen benutzt? Hey, die benutze ich regelmäßig. Er ist der Ösi, er schützt sich immer mit Minen. Genau. Hey, wo kam jetzt die Granate her? Ah, dann mussten sie abspringen. Ich hätte die mir den Händen. Und der nächste Flachwichser, der mich ab und wieder sind Flatterie. Alter Kinder. Da bin ich samt LEV in die Luft gefahren. Vorne hat einer das Battle Pickup genommen. Und wir verlieren wieder Alpha. Whoop die fucking du. Ja. Dann holen wir es mal gleich zurück. Aber keine Ahnung, wo der ist. Der Jolta ist mal wieder.
sehr kugelimmun. Es ist natürlich die große Frage, wo er wieder sitzt. Der kleine... Ja. Beliebige Schimpfwort hier einfügen. Kacher. Achso, das war nicht jetzt eine Aufforderung. Das war so. Also, Kacher als Schimpfwort ist jetzt aber schon arg. So hart muss es nun auch nicht sein. Also. That's what she said. Will ich noch mehr Flugstunden haben? Ach, ja, ich hätte vielleicht unter Umständen mal nichts gegen Flugstunden. Aber das heißt ja eigentlich eher, dass man mit dir mitfliegt und ich die ganze Zeit reparieren darf. Okay. Medic? Irgendjemand? Dann halt nicht. So nett. Ich brauche endlich ein vernünftiges Visier für dieses Ding. Ich glaube, selbst mit Ironside wäre ich im Moment besser. Welchen Moment besser, genau. Der Ironside-Fanatiker. Mhm. Ja, das wäre im Moment wahrscheinlich echt besser auf der DMR hier. Also ich habe lieber Ironside als diese kleinen billigen Scopes. Ich habe einen Alcock drauf und ich hasse es. Ja, das ist dann nicht mehr klein. Yay, Suppression Assist. Das ist halt das einzige Mehrfachscope, was ich habe. Und es ist ein Alcock. Ich mag Alcock nicht. Wer es mag und damit umgehen kann, ist in Ordnung. Ich nicht. Hallo? Da hat es den Okami zerrissen. Er hat 3 Schüsse in die Brust gekriegt aus der DMR. Ja. Läuft. Ja, ich DMR. Habe einen Jolter getötet. Also, das du wirst sterben, oh, hallo, du bist das Tod. Ich spotte ihn und denke mal, hey, der gehört gar nicht zu uns. Das ist jetzt ganz schön viel. Jupp. Tut doch mal einer was gegen die Leute. Okay. Einen Virus entwickeln, der klein anfängt, bis jeder davon krank ist, also ein kleiner Schnupfen oder so, und dann sofort tödlich umschlägt. Und ganz wichtig, du musst es natürlich gleich wieder übertreiben. Ja, so habe ich es bei Plague Inc. gemacht, wo ich es mal aufgespielt habe. Kleine Erkältung, die gesamte 95% der Menschheit ist betroffen, so jetzt machen wir ihn tödlich. Ja, weil sonst kriegst du Madagaskar nicht, wenn du dort nicht spawnst. Weil die Arschlöcher das erste, was sie machen, sofort Schiffe stoppen. Und ich bin der Verrückte hier. Ja, das hat keiner behauptet. Schön. In dem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten, Zuschauer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.